Äxte. Oh. Was sortiert hier jeder? Was ist denn hier los? Tür auf. Räder. Zeug. Wow! Was für ein geiles Rad. Giga! Wie ein Schwamm. Schön. Also, hallo liebe Leute und guten Morgen, guten Mittag und guten Abend. Es ist nämlich jetzt schon gleich 20 Uhr. Heute habe ich die Kamera nicht dabei gehabt. Ich habe nämlich nur ein bisschen aufgeräumt. Also sprich, aufgeräumt, hört sich ja wieder übertrieben an, wenn man das hier sieht, das Chaos. Ne? Ich habe sortiert. Heute war nicht ein Kunde da, bis auf der da. Der kam jetzt gerade erst, vor einer halben Stunde, und wollte tatsächlich, ist der erste Auftrag heute. Und da musste ich dort glatt die Kamera nochmal runterholen und reanimieren. Ich dachte, ich konnte es nicht fassen. Ich habe gedacht, wenn der erste Kunde kommt, hole ich die Kamera. Der erste Kunde ist der da. Und der kam vor einer halben Stunde. Und dann echt gesagt, jetzt doch nochmal die Kamera raus. Und den machen wir zusammen. Egal, ob ich das schon tausendmal gezeigt habe. Züge tauschen. Habt ihr ja gesehen, das sieht er hier überhaupt nicht. Also hier. Ne? Da passiert gar nichts hier. Und das ist auch so schwammig und so, das wollen wir nicht. Züge tauschen und Hinterrad die Pelle tauschen. Pelle, das Reifen oder auch Mantel, weil der ist abgefahren. Das machen wir. Da seid ihr mit dabei. Und dann ist ja schon wieder Feierabend. Und deswegen zeige ich das jetzt alles in Echtzeit. Seid doch einfach mal mit dabei und schaut mal einfach zu. Und dann fangen wir mal vorne an. Mit den vorderen Zügen, mit dem vorderen Zug, das ist ja der hier. Der gefällt mir überhaupt nicht. Darum hänge ich ihn aus. Das ist eigentlich ganz okay, ganz passabel. Nehmen 5er Inbus. Öffne, ich fange einfach an. Ne? Ich fange einfach an. Öffne, nehme den Zug raus, schneide den hier ab. Ja, wie ihr seht, die Werkbank ist ein bisschen freier oder so und habe ich, wie gesagt, alles so ein bisschen sortiert. Zack. 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 Socken. Neue Hülle. Zack. Zack. Die Enden nochmal aufschneiden, weil manchmal kommen die nicht so gut. Zuganschlaghülsen. Oh, den nehmen wir für hinten. Den nehme ich für den hinteren. Für vorne habe ich ja noch einen. Ne? Habe ich doch hier gestern. Das hat mich so elendig geärgert, dieser. Dieser Zug, über den ich mich gestern so geärgert habe, dass der sofort ausgefranst war, für hinten, den kann man aber hier für vorne nehmen, für das kurze Stück. Das ist der gut, der ist ja neu. So, dann rein damit. Rein da damit. Da damit. Und rein da damit. Ja. Was ist denn nur los? Echt? Zack. Thank you.
Schwuppsti, wuppsti, haben wir hier einen neuen Zug drin. Tada! Jetzt wird das Ding gespannt, ob das ist. Warum der so. Freund von Knopfer Einstellung ist das hier also nicht. Das Bremsilein. Eine 8 ist auch drin. Glückwunsch. Naja, müssen wir machen. Also, einmal festziehen, einmal abknipsen. Ach, abknipsen ist ja hier. Hallo. Ja, hallo, bin sei da. Schnell mal eben, wie man sieht, eine Kette gemacht hier, eine Kette rumgefummelt. Sofort schmuddelig, es ist der Graus. Okay. Das war das. Jetzt pushen wir noch an der 8 rum. Eine Reparatur wird das nicht. So, haben wir. Also, das ist erstmal erledigt. Jetzt den hinteren. Tut mir leid, ich muss das in voller Länge lassen, ansonsten kriegt ihr Material zusammen hier. Also ich schneide natürlich raus, jetzt wo ich kurz vorne war. Das habe ich jetzt natürlich rausgeschnitten. Nee, geht mal davon aus, dass ich das nachher nicht vergesse. Ich schneide ab. Ja. Wurde ja mal kritisiert. Ja, das haben wir ja nicht. Die lieben mal alles abschneiden. Da kommt ja eh ein Müll. Ich meine, was denn los? Hä? Was geht denn? Hä? Zack, ab. Mein Freund, der Puffer, kommt in Müll bei mir. Absolut. Ey, wirklich ein bisschen auf Fett achten und so. Dann ist alles schick. Ey, schaut euch mal den Zug an hier. Wie soll denn sowas noch vernünftig ziehen? Mit so viel Rost da drauf, seht ihr das? Kann man das überhaupt sehen eigentlich auf der Kamera, dass das oder auf dem Video Bildern? Weil ich weiß nicht, so sieht das die Kamera ja nur nicht, aber so wie das aussieht, das ist furchtbar. Weil das ist ja kein Einzelfall hier, die sehen ja alle so aus, die Bilder. So. Erstmal ein Stück meinen Zug hier ablegen. Ey, halt. Okay. Zack.
Zack. Bremsbeläge sind tatsächlich sogar noch okay. Jetzt gehen wir nach vorne. Alter Zug raus. Neuer Zug rein. Ach so, das ist einmal was, wenn ich da an dem Punkt, wo man es hinterlässt, dann guckt man gleich und sucht rum. Ist ja unglaublich, ja. Jo. So, sehr gut. Also. Gut. Einmal einfädeln, bitte. Zack. 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 Dann die gute Hülse hier. Ein bisschen durch Leichtlauföl habe ich die jetzt gezogen. Ja. Und schwupps, da ist doch unser Freund hier schon. Schaut mal. Yay. Zack. Ja, wunderbar. Und schon wird das Ganze zusammengeschraubt und das war es dann auch schon. Allerdings nicht ohne vorher am Hinterrad die Pelle zu tauschen. Das machen wir jetzt. Also, ach, habe ich das jetzt mit der Hand so festgeschraubt? Offensichtlich. Einen guten Moment ihr habt gerade. Siebengangschaltung wieder mal. Entspanntester Gang. Fünfzehner. Öffnen. Öffnen. Bremsanker. Lösen. Vorne schieben, aufhängen, Kette runter. Zug raus. Und wir haben das Rad in der Hand. Jetzt folgt das übliche. Seid ihr noch auf Sendung? Lassen.
Okay. Okay. Und das ist das. Jetzt hole ich einen neuen Reifen. Dann geht alles wieder rückwärts. Jetzt bleibt die Frage, ein einfacher Continental oder der Marathon Plus? Muss ich anrufen. Gut, dass wir angerufen haben, er will ein Billion. Schade, 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 schade für ihn. Schade wirklich für ihn tatsächlich, weil die billigen tatsächlich weniger Handschutz haben, aber erstmal sind sie besser natürlich als der Vater drauf hat. Das ist ja mal klar. Die sind schon vorlubrifiziert. Zack, zack. Okay, jetzt machen wir wieder rückwärts alles. Wo ist es? 15 Uhr. Einhängen. So, unten ist der Kocken nach unten. So, einhängen. Der Tüte Ding. Rein, rum, 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 rum. Zack, hängt. Wegnehmen. Anheben. Kette auflegen. Und drin damit. Da hinten ziehen. Vorspann. 15er. Achsmutter fest. Andere Seite. Einmal drumherum, ist ja fast ein Trick. Vorziehen. Bremsanker fixieren erstmal. Bevor man endgültig festschraubt. Jetzt endgültig festschrauben. Kettenspannung prüfen, das mache ich immer, wenn ich hier unten gegen tippe, prüfe ich die Kettenspannung. Da sagt mir denn die Erfahrung, dass das alles cool ist. Bremsanker fixieren, das vergessen ja immer viele, also richtig, nicht vorfixieren, sondern richtig festmachen. Wird gerne vergessen, bleibt offen, fällt ab. Mach die Nagel kaputt. Ja, bin leider. Die Wäsche. Ah, hier. Was? Wo ist die Spendewäsche? Dankeschön. Danke. Ciao. Ciao, ciao. Hier. 5 Euro Spende, sehr gut. Also ja, nicht ganz Spende, muss man ja dazu sagen. Kaffee war Titan. Aber immerhin, ach Mensch, kriegt doch. Was soll der ja jetzt? Halt die Röhre wieder an. Jungs, ich fange die Röhre wieder an. 2, 3, 4, hey. Okay. Rad ist drin, Bremsanker ist fest. Jetzt aufpumpen und dann die Bremse einstellen.
Ja, gleich. Ja. Jetzt kommen sie. Ja. Ja, bitte. Hi. Hi. Ja, ich habe gerade wie sagt man, der Stab ist kaputt. Das Fahrrad. Schön gesagt. Das Fahrrad fällt eh gleich auseinander. Allerdings, wirklich eine Möhre, meine Hütte, ey. Ach, guck mal, jetzt haben wir noch einen Auftrag. Schau an, ey. Was ist los hier? Wird er noch Millionär, so weiter geht. Könnte ich glaube die Stromrechnung bezahlen für heute. Okay. Ja, voll die 8 drin, ey. Oh, die Bremswillige, Herrgott im Himmel. Boah, was sind die für ein AA? Gibt's ja nicht. Was ist denn Müll? Ja, das ist das nächste war bremswilliger. Dann und dann Felge und dann dies und dann das. Und am Ende Unwirtschaftlichkeit. Nö, mag nicht, mag ich nicht. Ah, das ist doch Müll hier. Geile meine. Der hat jetzt tiefer eingestellt, weil der hat einen Kragen dran. So kann er sich nicht verhaken. Mehr müsste aber getauscht werden, muss ich ihn darauf hinweisen. Und er kommt dann, da kommt er gleich. Jeder Moment. Tada! Mann, ich muss mehr Spannung hier. Wie mache ich das? Ah, die Feder. Schön. Zack, zack, zack. Oh, ey, und bremsen. Geil. Bremsen mit einem Finger wieder möglich. Das war's. Kurz vor Feierabend hier noch schnell eine Reparatur sozusagen. Ah, was habe ich vergessen? Warum sagt ihr denn nicht? Oh Mann, Tommy. Bist noch nicht fertig. Ich freue mich so und habe dabei vergessen, hier das abzuschneiden ordentlich. Ablegen. Gerade habe ich noch dran gedacht. Dachte ich mir, ja, machst du gleich. Und dann habe ich gedacht, no, machst du ja auch nicht.
Na dann, next. Also eins haben wir ja noch. Tatsächlich jetzt gerade den Balkon. Habt ihr ja gesehen. Ist das geil. So was würden sie hier bei der Müllkippe verwandeln. Quatsch. Ja, hier ist das Landstückchen auf alle Fälle. So was würden sie woanders auf der Müllkippe nicht annehmen. Und in Neukölln wird sowas halt hier fahren. Man muss so am Leben erhalten werden. Was ich ja persönlich nicht schlimm finde. Erstens, weil es mit ein bisschen Pflege ja nicht so aussehen würde. Und zweitens, weil ich generell bin ich gegen das Wegwerfen von brauchbaren Dingen und Ressourcen schon und so. Ja, schauen wir mal, ob wir hier eine Ressourcen schonen können oder ob es nur ein Schlauch ist oder auch ein Reifen sein muss. Weil, also Reifen will er ja nicht machen, weil er meint, er schmeißt das eh bald weg. Das ist dann eben auch so, ja, so ein bisschen reparieren, das ist das halt. Ne? Nur so ein bisschen. Immer dieses bisschen, das höre ich hier so oft. Ja, ich habe jetzt nicht so viel Geld dafür eingeplant. Geil, du kannst den schwersten Gang gar nicht reinmachen, weil den ja an die Schraube anschlägt. Ne? An die Kette dann hier. Da an dieser. Naja, Gott. An dieser Schraube da schlägt die Kette dann an. Wenn du den kleinsten, also den schwersten Gang reinmachen willst. Also. Die Speichen, wie das halt aussieht. Ey, jetzt fällt doch alles auseinander. Jetzt ist doch alles mischt. Ja, guck doch auch mal zu und danach Feierabend. Ist doch was, so, also. Hätte auch heute die ganze Zeit laufen können, wäre da gut. Schlauchwechsel, Schlauchwechsel, Schlauchwechsel. Oh ja, schön, Schlauchwechsel. Aber nee. Nicht. Ah, da wäre ich aufgeräumt. Auch geil, freut mich auch. Du hast du dann aufgeräumt, Tommy. Sieht immer noch so aus, ey, als wenn da eine Puppe ist. Ja, nee, aber ich weiß, ich kann auch viel räumen. Sortiert, liebe Freunde, sortiert. Noch nicht ganz fertig, aber das wird man ja bekanntlicherweise nicht in so einem Etablissement wie diesem. Bitte nur den Schlauch. Was soll man machen? Oh ja, hier, sofort hier oben. Hier oben ist es gleich. Die Scherbe. Oh. Braunes Glas, Herrn Spitz. Ein Spitzenglas. Ganz klein, ganz fein. Bei dem Mantel hat da kommt jeder spitze Stein. Alles kommt hier durch. Kannst du echt vergessen, der neue Schlauch ist eigentlich völlig eine Fehlinvestition. Kann ja mal auswischen, da ist so viel grüne Lei drin. Ne? Und verbeulte Felge und alles, ey, wie das halt aussieht hier, ey. Oh, Mann. Ja, ich will nichts investieren. Ja, nichts investieren ist manchmal auch zu wenig. Oft ist nicht zu wenig. Ein schlauer Spruch von mir. Ihr werdet euch wundern, was ich für Quark laber die ganze Zeit. Und ihr müsst euch nicht wundern, warum ich so viel wegschneide sonst normalerweise. Das kriegt er jetzt hier voll um die Ohren. Nicht komplett. Aber fast. So. Yay.
muss den Hals wieder verlängern von der Kamera, sonst ist das immer mit dem Umschwenken zu schwer. Und drin damit. Dort. Also dort. Was dort? Zack, zack. Ja, kann man endlos drehen, wenn man wollte. Will ich aber nicht. Ey, und wir sind auf dem, wo seid ihr denn? Wir sind auf dem Weg zu den 2000. Yay! Was sagt er dazu? Kann man hier einen Countdown starten? Patrick, Countdown. Wo sind wir da noch nicht auf dem Weg? Klar sind wir auf dem Weg. Fett sind wir auf dem Weg. 2000. Sind keine 10.000, aber sind immerhin verdoppelt schon mal, ne? Seit dem letzten Fan-Treffen. Oder seit dem ersten Fan-Treffen. Oh, oh. Obwohl, ihr könnt mich ja täglich treffen. Ihr müsst ja einfach nur herkommen. Das ist ja das Geile, ey. Das kommt einfach vorbei. Ich bin hier. Zack, boom. Fertig aus. Kommt einfach rum. Völlig locker, so wie der Thorsten das schon gemacht hat. Und der Andi. Und W190217. War auch hier. Oh. Oh. Digga. Oh, hab Angst. Oh, ist das ein Eier. Oh Mann, ey. Ja, Grüße an Hamburg, nach Hamburg, an, nach Wolfsburg und nach ganz Deutschland halt. Familie Behrens. Auch dicke Grüße an euch. Lange nicht mehr gehört übrigens. Oh ne, bin ich jetzt weiter geredet? Nein, es war. Was ist los bei euch? Wie läuft es bei euch? Ihr habt es ja auch nicht leicht im Moment. Auch an unserem relativ neuen Bekannten hier, File Service. Ja. Grüße und alle Tute. In die Werkstatt an euch. Was war da noch? Da waren so viele, meine Fresse, ey. Kann man die alle ja nicht merken. Das ist ja Wahnsinn. Fällt mir jetzt spontan. So viele. Ihr seid so viele mittlerweile. Wow, Wahnsinn. Also fetten Dank, Ringo, Annette. Natürlich. Ey, ich hab euch nicht vergessen, ne? Also. Ihr seid einfach nur schon einfach, ihr seid einfach mit dabei. Das ist einfach Fakt. Ihr seid einfach ein Teil des Ganzen, ein Teil des Schiffs. Wisst ihr ja. Alle übrigens, alle.
Auch die Hater, die gehören auch dazu. Ich hab euch so lieb, ihr lieben Hater. Oh, Daumen runter, ihr seid die Besten. Ne? Ich mag euch so. Es ist so authentisch mit euch. Das Leben ist so würzig. Ne? Also was wäre das Leben ohne Würze? Fade. Öde. Öd und fad und leer. Hater, die Würze des Lebens. Ja, früher hat man Neider gesagt, auf Deutsch sagt man ja Neider, ne? Und so sind es eben heutzutage so Hater, also was man so hat. Online total bekloppt eigentlich, ja. Aber sowas gibt's, sowas muss sein, sowas gehört dazu und sind auch herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Nicht jeder kann das verstehen, was ich hier mache und soll ja auch ja nicht. Authentizität ist das A und O hier auf dem Kanal. So läuft's und nicht anders. Und ich würde mal sagen, mit diesem fantastisch schlecht reparierten Hinterrad, was total eiert und beult und macht und tut, wo ich definitiv noch Luft ablassen muss, weil 4 Bar macht die Decke nicht mehr. Ja, jetzt haben wir in etwa so wie vorne, 3,5. Verabschiede ich mich hier von euch. Das wollte ich sagen. Verabschiede mich hier von euch allen. Also wie gesagt, seid alle gegrüßt. Habt euch alle lieb. Wir sehen uns morgen wieder. Macht das gut. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy. Daumen hoch. Oder halt Daumen runter. Auch ja, muss ja sein. Ying und Yang, wisst ihr ja Bescheid. Gleichgewicht der Welten und so weiter. Kommentare da lassen und abonnieren oder weiter sagen. Ich liebe dich, Fliege. Du bist toll. Ja. 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 Bis morgen. Ciao.